So, vielleicht schafft er noch das letzte Level. Aber ich glaube nicht, dass er das noch schafft. Naja gut, währenddessen kann ich jetzt mal meine Bergarbeiterzwerge hier reinbuddeln lassen. Ey, er könnte es trotzdem doch noch schaffen, auf Level 13 zu kommen. Ja, schafft er sogar. So, für einen Punkt können wir uns leider nichts holen. Das kostet nämlich alles 2 oder 3 Punkte. Forscher müssen weniger schlafen durch Kaffeekonsum. Ja, tolles Klischee. Oh, hier ist Bedrock im Weg. Ist da auch Bedrock im Weg? Das wäre ärgerlich. Dann können wir nämlich von hier aus nicht reingraben. Da müssten wir wohl oder übel von hier aus irgendwo reingraben. Ja, da ist auch Bedrock. Okay. Da ist dann wohl das hier wirklich der Weg rein. So, wo ist mein Handwerkerzwerg? Den hole ich nämlich jetzt mal aus der... nein, nicht dich. Ich hole dich mal nämlich aus der Gefahrenzone raus. Und ja, ich glaube wirklich, dass wir nur von hier aus reinkommen. Ja. Listen, little dwarfs. Geh jetzt, Schamane, geh und berichte meinen Kollegen. Jawohl, Herr, die anderen Magier werden es erfahren. So, so, und da kommen die Ratten auch schon heraus. Ich werde euch beste Magier-Gastfreundschaft, Gastfreundschaft gewähren. Okay. Prinz sieht grimmig aus. I'm the prince and you will hear me. Ein Magier? Was, die gibt es wirklich? Listen. Was seid ihr, witzige Kreaturen? Wie könnt ihr es wagen, in mein Domizil einzubrechen? Seid ihr Goblins? Hear me. Goblins, wir? Wir sind Zwerge. Wir fordern zurück, was du von uns gestohlen hast. Zwerge? Zwerge? Noch nie von euch gehört. Listen good and listen well. Was? Du hast diese Ländereien von uns gestohlen. Und jetzt behauptest du, uns nicht einmal zu kennen? Can you taste the flames? Hm, tja, Entschuldigung. Pay attention now. Grr. Los, Zwerge, lass uns ihm zeigen, aus welchem Stein wir gehauen sind. Ja. Machen wir mal die Schlafsackverbesserung, damit wir... Du solltest nicht abstürzen, so. Und ja, deswegen hat er wahrscheinlich, ist hier wahrscheinlich Mauerwerk, dass wir nicht nach von hinten aus hier reinbuddeln können. Wir können aber all seine Sachen verkaufen. Das gibt sogar Forschungspunkte. Aber ja, reinporten können wir uns halt nicht. Oder raus. Müssen wir auch nicht unbedingt. So. Für den Kampf gönnen wir uns mal eine Steintreppe. So, und der ist Level 30. Betonung liegt auf 30. Wir brauchen also unser volles Militär hier in voller Stärke. Und werden wahrscheinlich mindestens einen Zwerg verlieren. Oder auch nicht. Er ist nämlich der schwächste Magier wahrscheinlich. Endlich, sein Gefasel hat furchtbar genervt. Ähnelt dieser Kristall da drüben nicht den roten, den wir in Hemland gefunden haben?
Lass ihn uns mitnehmen. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Jo, das hier ist der blaue Kristall, auch wenn er lila aussieht. So. Sack das Ding bitte ein, dann haben wir es auch schon geschafft. Dieser blaue Kristall wird uns wahrscheinlich Zugang zu einem weiteren Gebiet verschaffen, wie schon der rote. Lass uns dieses Gebiet verlassen. Wenn wir uns dazu bereit fühlen, dann werden wir schon sehen, was passiert. Ja. Level abgeschlossen. Ihr habt eure Zwerge erfolgreich zu Sieg und Ruhm geführt. Wir haben alle Königsquests abgeschlossen, also zurück zur Welt. Jo. Aber wir haben nicht genug Einfluss für ein Level-Up gekriegt. Wir haben dafür die Hauptquest abgeschlossen. Wir haben die Level-Erlohnung erhalten, den blauen Kristall. Und wir haben noch mehr Einfluss gekriegt, dadurch, dass wir gegraben haben. Whatever you're doing, this is more important. Seht ihr's? Ja, ich bin schockiert. Anscheinend hattet ihr doch recht. Also er hat gesagt, es gibt wirklich Magier. Was wurde freigeschaltet? Wohin kann ich jetzt gehen? Anscheinend hätte es sich um die südliche Hälfte des Bitlands. Dort war es, wo wir hauptsächlich mit den Elfen interagierten. Ihr könnt zwei Orte besuchen, eine alte Elfensiedlung und den Tunnel, den wir während des großen Königsreichs für Reisen nach Wotmark benutzten. Jo. Also wie man sieht, wir sind weiter ausmarschiert. König Vater steht übrigens immer noch dort. Wir haben hier neue Truppen aufgestellt, also Hemland hat die aufgestellt. Hier in den Wäldern haben sich jetzt Gnome angesiedelt. Hier werden neue Siedlungen gebaut. Und ja, die Gegner sind verschwunden. Jo. Dafür ist jetzt das südliche Hemland freigeschalten worden. Dieses hier. Man sieht, es hat ziemlich viel Wald, im Gegensatz zu hier, wo nur ein paar buschige Wälder sind und der Wald mit den Gnomen. Und zwei neue Gebiete. Jede Menge Spinnen, ein paar Orks. Ein paar Wölfe. Ja, jetzt kommen endlich mal Wölfe ins Spiel. Und ja, hier oben sehen wir leider noch nichts, weil wenn ich hier auf eins von den Dingern klicke, passiert nicht wirklich was. Nur, dass gerade eben die Infotafel vorbeigerauscht ist. Also, jupp, wir haben das hier freigeschalten, das blaue Gebiet, durch den lilanen Kristall, der eigentlich blau ist. Gucken wir uns mal kurz an. Blauer Kristall. Der blaue Kristall ermöglicht es euch, die südlichen Pfade Mittlands zu beschreiten. Das ist das Gebiet hier. Und hier sehen wir schon mal den grünen Kristall, der hier oben Gebiet freischaltet. Nämlich das Gebiet hier drüben. Weil alles andere hat ja so eine bräunliche, orangeliche Farbe. Also entweder schalten wir... Ich schätze mal, wir schalten hier drüben das Gebiet hier frei. Weil das ist wahrscheinlich ein anderes Braun als das hier. Und als letztes werden wir wahrscheinlich Lila freischalten. Wir haben ja noch vier Kristalle zu finden. Also hier den grünen, hier wahrscheinlich den gelben, hier den orangenen, wahrscheinlich für hier oben. Und dann hier oben den lilanen für hier. Weil hier sieht man schon die große böse Zitadelle und böse Orks. Ja, befassen wir uns jetzt mal mit dem südlichen Mittland. Was übrigens nur der Fleck hier ist, weil hier ist abgeschnitten bei der Hervorhebung. Südmittland. Orte. Das Elfenloch, der Tunnel. In diesem Südteil des großen Landes Mittland trafen die Zwerge erstmals auf die Elfen. Da die Zwerge aufgrund der elfischen Gegenwart hier nicht so viele Bäume wie im Norden fällen konnten, gibt es hier noch dichte Wälder. Ja, Greenpeace-Elfen. Dann hätten wir hier das Elfenloch, ist wieder eine Gefahrenzone. Einst befand sich die bekannteste Elfenstadt hier. Nachdem Zwerge und Elfen Verbündete wurden, verfiel sie nach und nach. Mittlerweile sind nur Spuren der alten elfischen Kultur übrig, die einst im gesamten Südteil von Mittland zu finden war. Wer weiß, was sich jetzt in den Schatten verbirgt. Also das ist wieder eine Magierfestung. Und hier ist der Tunnel mit einem hübschen Exit-Schild.
Wotmark, das südlichste Land, ist von einem dichten Dschungel überzogen, dessen Bäume hart wie Stein sind. Das wäre zwar eigentlich kein Problem gewesen, doch die Zwerge beschlossen, das Land durch den Bau eines riesigen Tunnels unterhalb des Dschungels zu erschließen. In diesem Gebiet befindet sich der Tunneleingang. Der Tunnel war für den Transport riesiger Mengen an Rohstoff und Werkzeugen zwischen Midland und Wotmark ausgelegt. Ja, und in die Mission starten wir gleich rein. Wir gucken noch mal kurz in unseren Einfluss. 50 Punkte brauchen wir noch für den nächsten Einflusspunkt. Also 50 Reputationspunkte. Dann können wir endlich Zuschuss erforschen. Der erste Forschungstisch ist kostenlos. Dann kommt genialer Prinz. Forschungsbonus, das ist immer gut. Und dann Erleuchtung. Darauf bin ich am meisten gespannt. Und wenn wir dann noch mehr Einfluss kriegen, dann können wir hier in der Fertigung weitermachen. So, aber ich würde vorschlagen, wir schauen schon mal nach Südmittland in die Tunnel rein. Also sehen wir uns gleich. So, ich hoffe, es sind wieder alle da. Wir machen erstmal kurz Pause. Oder nee, wir lassen die Zwerge schon mal. In Ordnung, Zwerge. Alle Mann zuhören. Dies ist der einzige Weg nach Wotmark, dem Land im Süden. Die Kundschafter haben aber berichtet, dass der Weg an der Oberfläche dorthin vollständig von Bäumen versperrt ist. Der einzige Weg scheint durch diesen alten Tunnel zu führen. Wir sollten also nachsehen, ob wir durch ihn irgendwie auf die andere Seite gelangen. Mhm. Also, fangen wir schon mal damit an, dass wir hier das Gebiet vergrößern für unsere Farm. Ja. Und machen und verschaffen uns schon mal Überblick. Wir haben Steinbetten. Da wäre schon Bedrock. Und wir sollen in die Richtung schürfen. Ja. Und wenn wir nach oben gucken, ist hier eine Feuerstelle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Tunnel damals so klein war. Die Zwerge haben damals im Wotmark gewaltige Projekte durchgeführt, über die König Vater aber niemals reden möchte. Sicherlich haben sie zum Materialtransport dorthin riesige Fahrzeuge eingesetzt. Inzwischen muss der Tunnel aber eingestürzt sein. Wir müssen nur den Weg hindurchfinden und darauf hoffen, dass er nicht versperrt ist. Ja, hier oben wären Wölfe, die können wir später zum Training benutzen. So. Jetzt gucken wir aber mal, wir haben zwar wieder die typische Ausgangsposition. Einen Forscher, ein paar Arbeiterzwerge. Wir haben unseren Forschungspunkt für den Forschungsschwerpunkt, das ist das Wichtigste. Weil erst sollen die Zwerge mehr Erfahrung kriegen, bevor alles andere kommt. Wir können ja schon mal dem Forscher seinen Forschungstisch bauen. Je früher er mit der Forschung anfängt, desto besser. Einfach mal hier so hin. Der Forschungstisch kann ja von allen Seiten zum Glück benutzt werden. Und ja, wenigstens sieht hier die Ausgangslage ein bisschen besser aus als sonst. Außer, dass wir halt... Ja. Auf dem Weg nach Fortmark befindet sich ein Außenposten. Dort sollte es genügend Platz für Betten und derartige Dinge geben. Vielleicht sogar etwas, das sich mitzunehmen lohnen würde. Hehe. Das sollte vorerst unser Ziel sein. Lass uns zusehen, ob wir den Außenposten erreichen können. Dann sehen wir weiter. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Quests an. Das Ende des Tunnels. Erreicht das Ende des Tunnels. Das gesamte Gebiet ist ein großer... ist in einen großen Tunnel gestürzt. Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen wir durch den gesamten Tunnel graben. Wir sollten einfach dem Tunnelverlauf folgen und herausfinden, wohin er uns führt. Da dies ein Tunnel ist, gibt es eigentlich nur eine Richtung, vorwärts. Die verschlossene Tür. Eine verschlossene Tür versperrt uns in diesem verdammten Tunnel den Weg. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden, der in diese Tür passt. Wir müssen das Gebiet nach dem Schlüssel absuchen. Wenn wir ihn finden, sollten wir zum Öffnen der Tür mit ihm interagieren.